du wartest sehnsüchtig auf Mario Kart 9? Dann wird dir dieses Video zwar das Problem nicht lösen, aber vielleicht die Wartezeit ein wenig verkleinern. Nach dem Mario Race Kart von Carrera RC und Mario Kart Live gibt's heute wieder etwas für die reale Welt bei uns. Allerdings viel kleiner als jemals zuvor. Bei uns im Testlabor sind zwei Mini-RC aus der Mario Kart-Reihe eingezogen. Peach und Goldmark. Dabei handelt es sich um sehr kleine, ferngesteuerte Karts, die das heimische Wohnzimmer unsicher machen. Praktischerweise kommt das kleine Kart direkt auf der etwas größeren Fernbedienung unter, sodass es nicht so leicht verloren gehen kann. Während die Fernbedienung zwei handelsübliche AAA-Batterien benötigt, hat das Kart einen eingebauten Akku, der per USB-Ladekabel in ca. 20 Minuten vollgeladen werden kann. Die Fahrzeit mit vollem Akku beträgt allerdings leider nur ca. 7 Minuten. In dieser Zeit rast das Mini-Kart mit bis zu 5 km/h über den Boden. Bis zu? Ja, denn leider ist es nur auf sehr glattem Boden wirklich schnell und wendig, wie hier bei uns auf dem Parkett. Auf kurzen Teppichen ist es auch noch mehr oder weniger fahrbar, auf langen Teppichen hat man dagegen keine Chance. Auch auf Fliesen ist es je nach Größe und Tiefe der Fugen kein Vergnügen. Die Karts sind allerdings auch verdammt klein. Aber es macht Spaß, mit ihnen zu fahren, gerade wenn man mehrere hat und sich gegenseitig damit durch die Wohnung jagen kann. Mal wieder waren es meine Kinder, die viel Spaß damit hatten. Nach ein paar Tagen war die Luft allerdings raus. Eine Woche später habe ich sie dann nochmal rausgeholt, da ging es dann wieder für eine Weile rund. Zwar sind die kleinen Flitzer für ihre Größe schnell, aber in einem großen Zimmer dann auch wieder doch nicht. Und gerade weil sie auch von kleinen Hindernissen umgeworfen werden können, muss man oft hinterher und sie wieder richtig absetzen. Oder sie verschwinden unter dem Sofa und man findet den Weg nicht mehr raus. Leider sind die Fernbedienungen auch nur mit digitaler Steuerung ausgestattet und das auch noch sehr einfach. Die Sticks drücken im Inneren auf einen Knopf, wenn man sie in die entsprechende Richtung drückt. Dieses ist leider sehr fehleranfällig und auch nicht sonderlich haltbar. Die Fernbedienung von unserem Gold Mario ist einmal aus 60 cm Höhe auf den Boden gefallen und danach konnte Mario nicht mehr rückwärts fahren. Doch zum Glück kann man das recht einfach selbst reparieren. Einfach die 5 handelsüblichen Schrauben lösen, Fernbedienung öffnen und den Stick wieder richtig festmachen. Alles kein Problem mit Werkzeug, das jede und jeder zu Hause haben sollte. Ich hätte mir trotzdem eine etwas haltbarere und vor allem besser reagierende Steuerung gewünscht. Alles in allem machen die kleinen Karts Spaß. Richtig witzig wird es, wenn man einen Parcours aufbauen und den mit mehreren Karts um die Wette fahren kann. Das wird auf jeden Fall auch ein Teil unseres nächsten Events, wenn wir denn mal wieder dürfen. In meinem Kopf ist der Plan jedenfalls schon fertig. Wer Kinder zwischen 6 und 10 Jahren hat, der macht mit den kleinen Karts wenig falsch, sofern zu Hause genug Platz und glatter Boden vorhanden ist. Für draußen eignen sich die Karts nicht wirklich. Schade, dass ich keine Katze habe, die hätte sicher auch ihren Spaß damit.